Ja, natürlich Pflichtaufgabe, weil du als Bundesligist Borussia Dortmund weiterkommen willst. Trotz all dem ist, glaube ich, 60 ein schwerer Gegner. Freitagabend, Flutlicht, Grünwalder Stadion, ausverkauftes Haus. Ich glaube, das war nicht so leicht. Deswegen haben wir das schon echt gut angegangen, die erste Halbzeit. Ja, ich habe vorhin von den Kollegen erfahren, wir haben einen Torschuss gegen uns bekommen. Ich glaube, das spricht für die Defensive, dass wir heute sehr gut gegen den Ball gearbeitet haben. Sehr viel Unterstützung auch von den Sechsern, von den Außenverteidigern bekommen haben. Und dann machen die uns das Leben leicht. Und ich glaube, wir haben uns heute alle drei sehr gut verstanden und haben gut miteinander kommuniziert. Ja, das ist mir relativ egal. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele und Hauptsache, wir spielen zu Null. Wer dann neben wem steht, ob Niki neben Mats steht oder ich neben den beiden oder ich mit jeweils einem, das ist relativ egal. Hauptsache, wir haben Erfolg mit dem Team und ich glaube, das haben wir heute schon unter Beweis gestellt. Ja, ich habe das schon nach der ersten Woche gesagt. Jude ist ein außergewöhnlicher Spieler. In den jungen Jahren diese Erfahrung, diese Ballsicherheit mitzubekommen. Das ist schon außergewöhnlich und ich glaube, deswegen ist er auch das Top-Talent in der Bundesliga. Und es freut mich, dass er vor mir spielt und viele Löcher für mich stopft. Und wenn er sie nicht gestopft bekommt, dann helfe ich ihm ein bisschen. Ja, das kann ich schwer entscheiden. Ich glaube, dass uns einfach nicht der Ausfall von Sepp Allaire schmerzt, sondern der Mensch Sepp Allaire, weil der ja, für uns persönlich ein toller Junge war. Ich glaube, ist ein toller Fußballspieler. Ja, und das tut mir für ihn unendlich leid. Aber ich glaube, Muki und die anderen heute haben es vorne echt gut gemacht. Wie dann die nächsten Wochen aussehen, das kann ich nicht beurteilen. Ich werde tatsächlich schauen, ja. Ich kenne viele von den Mädels, weil ein paar in Freiburg gespielt haben. Manche sind ist in einer Freundesklicke von meinem Bruder noch. Ich habe auch ein, zwei schon geschrieben. Ich werde das verfolgen. Ich wünsche den Mädels brutal viel Glück. Und ich glaube, im Wembley von 90.000, das ist einfach nur genießen. Und wenn sie so spielen wie die letzten Spiele, dann bin ich auch sicher, dann gehen sie als Sieger vom Platz.